Grundsätzlich haben Herausforderungen in der Personalgewinnung in Deutschland alle Arbeitsfelder, alle Städte, ob groß oder klein. Eine besondere Herausforderung in einer Stadt wie Stuttgart ist, das ist eine Pendler- und Pendlerinnenstadt. Also es muss uns oder der Landeshauptstadt oder den Trägern gelingen, Menschen zu gewinnen, die hier arbeiten wollen, obwohl sie nicht hier wohnen. Das, glaube ich, ist eine Besonderheit, die uns von Landkreisen oder kleineren Städten unterscheidet. Als wir überlegt hatten, ins TIP-Projekt einzusteigen, haben wir als allererstes ans Thema Personalgewinnung gedacht. Wir haben aber eine sehr gute Dienststelle, die sich mit diesem Thema Personalgewinnung beschäftigt und die sehr kreativ unterwegs ist. Zusätzlich haben wir festgestellt, dass so etwa ab dem Jahr 2020 die Zahl der Abgänger gleich war mit den neu gewonnenen Fachkräften. Und wir setzen sehr viel Energie in die Einarbeitung von Mitarbeitenden, freuen uns, wenn sie da sind, wenn sie in Teams gut ankommen. Und wenn die dann nach kurzer Zeit wieder gehen, dann ist das für alle eine sehr enttäuschende Erfahrung. Wir sind zu diesem Schluss gekommen, fragen wir doch die Menschen. Wir haben eine anonyme Umfrage gestartet. Es konnten alle Mitarbeitende teilnehmen und wurden gefragt, was gefällt mir, was bindet mich, was wünsche ich mir. Mit dem Ergebnis von der Umfrage war deutlich, dass das Wohlfühlen im Team und auch das Führungsverhalten einer Leitung ein ganz wesentlicher Faktor ist, die dazu führt, dass das Personal in der Einrichtung auch bleibt. Trotzdem wollten wir wissen, wie können wir denn rausfinden, was zu diesem Teamgeist, zu diesem Wohlfühlen im Team und zu diesem guten Führungsverhalten beiträgt. Wir haben dann gestartet mit einer Antragstellung, die jede Einrichtung quasi für sich im Team selber überlegen kann. Was möchten wir für eine Aktivität, für ein Projekt, für eine Teamveranstaltung halt eben einfach haben, um gemeinsam zusammenzuwachsen, Zufriedenheit zu erreichen, eine Verbindung herzustellen, Beziehung zu leben. Es war natürlich sehr bunt. Am Anfang konnte man gar keinen roten Faden erkennen. Was ist es? Es war ganz klar dieses Schwerpunktthema Bewegung, Gesundheit, Stabilität in Körper und Geist. Wie auch schon von Frau Andersen genannt, dieses Thema, die Wirkung der Leitung. Auf der Leitungsebene ist es wichtig, dass halt die Menschen gesund sind, sich wohlfühlen, hier auch eine Plattform finden, wo sie das auch ausleben können. Die Leitung ist, wie gesagt, immer sehr bemüht und sucht Wege, das auch zu ermöglichen. Ja. Und da war zum Beispiel das TIP-Projekt jetzt auch eine gute Alternative, mal sowas anzustoßen. Ich habe nach der Arbeit immer schon sehr gerne Sport gemacht und es hat mir halt einfach geholfen, meinen Alltag gut zu bewältigen. Vor der Corona-Zeit hatte ich ein Sportprogramm, was mir dann weggefallen ist. Also im Kita-Alltag kann Yoga sehr gut helfen, einmal ein bisschen Abstand von der Arbeit zu gewinnen, dass man eine Balance schafft zwischen Arbeit, dann auch diese anderen privaten Themen, die man so mit sich herumschleppt. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, uns und unseren Körper ein bisschen besser kennenzulernen. Also ich muss sagen, dass ich dann auch im Alltag entspannter bin, auch in einigen Situationen, dass ich dann einfach ausgeglichener bin, auch wegen dem Yoga. Nach dem Yoga kommen noch Gespräche zustande, wozu man während der Arbeit dann gar nicht dazu kommt. Und wir wollen gerne, dass diese Botschaft ankommt. Wir ja. wollen, dass die Menschen merken, es ist nicht egal, dass es anstrengend ist. Das ist Bestandteil dieses Berufes und das nehmen wir wahr. Aber es ist nicht diese Last, sondern es macht Spaß, aber es gibt Unterstützung und es wird gesehen. Und deutlich wird es ja auch, wenn wir sagen, die meisten Angebote, die wir haben, haben den Inhalt dieser Leichtigkeit. Überwiegend sind die Angebote gepaart mit einem Input und einer freudigen gemeinschaftlichen Tätigkeit. Es darf gelacht werden. Ja. Ich liebe Ideen und Freiheiten, also für mich und für andere. Und ich glaube, nur so sind wir richtig gut. Also wenn die Menschen aus ihrer Praxis heraus eigene Ideen für die Lösung ihrer beruflichen oder arbeitsfeldbezogenen Probleme finden, aber auch Ideen für die gesamte Entwicklung der Jugendhilfe haben und die auch transportieren. Und ich hoffe, dass die Organisation so durchlässig ist, dass die Ideen also ja, Platz finden da, wo sie am besten umgesetzt werden können. Das TIP-Projekt hat uns die Möglichkeiten gegeben, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Und ohne dass es einen konkreten Anlass gibt, den Teams die Möglichkeit zu geben,
für sich, für ihren Zusammenhalt, für ihre Gesundheit was zu tun. Das ist, glaube ich, das, wo wir als Fazit für uns auch nehmen, wir sind sensibilisiert worden für anlasslose Situationen zu sorgen und für Situationen zu sorgen, die dann halt eben einfach auch das berufliche Image verbessern, aber auch ein Stück weit die Corporate Identity zum Träger hin halt eben einfach nochmal neu in den Fokus rücken. Bei dem Träger, da bin ich wichtig, da wird mir halt eben einfach auch anlasslos etwas zur Freude, zur Motivation zur Verfügung gestellt. Die Erkenntnis, wenn ich meinen Beruf gerne mache, wenn ich gerne irgendwo bin, wenn ich mit Freude und Spaß jeden Tag zur Arbeit gehe, dann wirkt sich das auf die Qualität meiner Arbeit aus. Gute Qualität bringt mir wieder positive Rückmeldungen bei Familien, bei Eltern, bei den Kindern direkt. Und das wird dann quasi so zu einem Wechselspiel, dass es Spaß macht, dass ich gute Ergebnisse erziele, dass ich gerne da bin, wo ich bin und dass ich gerne da bleibe.